Hallo, herzlich willkommen zurück nach vor Ewigkeiten, über einem Jahr, weiß ich gar nicht. War auf jeden Fall sehr lang, dass ich das letzte Projekt Bulletstorm hier aufgenommen habe. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass ich es noch weitermache, weil ich einfach gedacht habe, ich mache so viel Zeug, aber jetzt habe ich wirklich so oft schon gedacht, Mensch, ich hätte mal wieder Lust und ich möchte mal wieder und es hat so viel Spaß gemacht und es ist mir eigentlich egal, dass es niemand geschaut hat im Prinzip. Ich persönlich habe es mir nochmal angeschaut und festgestellt, da ist leider qualitativ immer so ein bisschen ein Problem gewesen. Die Aufnahme war jetzt nicht so toll, wie sie hätte sein sollen. Also auch sowohl, sag ich mal, vom Ton her, als auch vom, wie ich das gemacht habe. Ich möchte das jetzt gerne hier verbessern, qualitativ, weil hier, bei mir sieht es gerade auch toll aus. Ich habe ein bisschen neue Software, die ich jetzt verwenden möchte, falls das alles geil ist. Dann nenne ich auch gerne, welche das ist, dann empfehle ich dir auch gerne weiter, gar kein Problem. Und ich habe es bei mir halt damals auch relativ ruckelig gelaufen. Mit der neuen Software läuft es relativ gut. Ich habe keinen gesonderten Aufnahmerechner, leider, hätte ich gern. Obwohl es viele Leute gibt, die bestimmt viel bessere Let's Plays machen als ich. Jetzt muss ich mal ganz kurz Leute ermorden, bevor ich, oh, ich habe noch kein Ding, schade. Halt mal. Naja. Ich dachte, ich mache jetzt irgendwas Cooles. So, jetzt das mal ganz ehrlich hier. Wir haben ja, das ist übrigens die Uncut-Version. Also, ne? Es ist zwar schon Gewaltdarstellung passiert, aber warum ruckelt denn das jetzt so? Die Maus ist irgendwie gerade. Jetzt kommt mal vor, die sind ja richtig schlau auf einmal. Ja, Surgeon. Das heißt, wenn man immer wieder in ein Bein schießt, dann hat es das erledigt. Das Problem ist bei ihm hier tatsächlich, dass ich ihn nicht einfach mit einem Schuss töten kann. Das heißt, ich krieg hier keinen One-Hit-Wunder. Aber mit ihm. Das ist halt so, wenn man einen Stahldeckel auf dem Kopf hat, dann tut man sich ein bisschen schwierig. Dann schießt man die Leute wahrscheinlich, überlässt man das der Gravitation. Oder man hängt zwischen zwei Steinen, kommt nicht mehr los. Und die Leute machen einfach in der Luft. Naja, okay. Auf jeden Fall möchte ich das alles gerne ein bisschen verbessern. Mir läuft es auch gerade relativ hoch. Ja, es läuft gerade relativ ruckelig. Relativ frisch und fleißig. Und deswegen haben wir jetzt auch diesen kleinen Ding nochmal gespielt. Jetzt gehen wir einfach mal los und machen die hier fertig und haben ein bisschen Spaß. Und ich labere euch nicht mit so viel unsinniges Zeug zu. Ja, drei auf einmal. Das ist schon gut für einen Charge. So. Ich würde jetzt gern. Wo ist er denn? Hallo? Ich hätte dich jetzt ehrlich gesagt gern. Ach ja, es ist einer von denen. Ich hätte dich. Na, der fliegt jetzt wahrscheinlich raus. Ja, Fischfuß. Ist auch neu. Aber ich hätte ihn gern da oben reingehauen. Das Problem ist, das geht. Das geht irgendwie vom Winkel nicht. Ich mache das jetzt einmal, damit ich die Punkte kriege. Ansonsten lasse ich gerne einfach diese harmlosen Fliegen hier in Ruhe. Verstehe ich nicht, warum ich hier das Wildlife murdern soll, wenn es doch so viele absolut irre Typen zu murdern gibt. So, hier Charge. Die Sache ist auch, ich habe im Handbuch gelesen, das ist ein ziemlich geiles Handbuch, weil das ist sehr straightforward und sagt, spar dir die Punkte nicht auf, kauf dir alles, was es gibt und dann hab Spaß auf diesem Planeten. Ihn hier könnte man auch kaputt machen, mache ich jetzt aber nicht, weil er mich an Wall-E erinnert. Und Wall-E war ein sehr schöner Disney-Film. Und außerdem ist er nicht gefährlich. Er ist jetzt zwar nicht nützlich, aber was soll's. So, wow. Da. Kuschel mit dem Kaktus. Geht das? Danke sehr. Ich habe schon gedacht, er geht mir. Was sagen wollte ich hier, ne? Ist an. Was ist denn das? Ist die an. Oh. Oh. Jetzt hat er den da weggesprengt, wo ich den noch gerade. Ich dachte, ich mache hier noch was Cooles. Oh, shit. Geht mal ganz kurz. So, das ist unspektakulär, was ich mit ihm mache. Aber die hier hatte ich leider. Sie waren nämlich gerade alle gestunt. Ja, dann wird das jetzt halt eine Kaktusgeschichte. Kommt mal her. Ach ja, Target too fast, genau. Lebst du noch? Machst du noch was? Oder ist das einfach nur. Hier geht es da alle mal in den Kaktus. Und du, mein Freund, gehst in diesen. Was auch immer das da ist. Gibt's noch irgendwen, den ich. Gibt da noch einer? Ach, da lebt noch einer. Moment mal. Kannst du kurz herkommen? Komm mal eben rüber. Und wehe, du machst mir den jetzt kaputt. Ich will den jetzt.
Ja, schön. Danke. Was? Shake, shake your booty to the beat, beat, beat. Shake, shake, shake your booty to the beat, beat, beat. Machst du auf? Oh, da oben ist noch so ein Ding. Die sind ja echt überall. So. Und eine Flasche mit Bier an der Wand. 100 Flaschen Bier. Übrigens hier. N, ne? Das ist eine sehr einfache Taste. Kann man gucken, was man schon alles gemacht hat. Miniboss ist Stunt. Kick him from behind, then shoot him in the butt. Nennt sich Fire in the Hole. Klingt, als würde es Spaß machen. Disco Inferno. Ich möchte erst die anderen loswerden, damit die mir das dann nicht versauen. Ach, schade. Ja, da ist. Da mache ich sehr viel, was nicht bitte. Ich hätte die auch einfach hier reinziehen können, fällt mir das ein. Oh, so. Dann muss ich nehmen, um den Hintern zu schießen. Oh, der ist sehr, als ich dachte. Ich hab den doch schon ganz schön. Oh, das. Warum hat er das jetzt nicht. Hallo? Oh, oh. Warum hat er das jetzt nicht seine Hinternklappe da? Beeil dich, Junge! Da, ist doch anvisiert, oder nicht? Wollte halt. Hallo, 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 hallo. Jetzt kommt auch zu unserer Party, das ist aber schön. Ich weiß nicht, warum es jetzt den Kopf anvisiert hat, weil ihr seht, ich habe definitiv, das Ding hat auch geleuchtet, diese Klappe da am Hintern. Deswegen kann ich das nicht ganz so verstehen. Full Throttle ist übrigens ziemlich cool. Hopp. Navis. Spektakulär explosiv, wie man sieht. Ja, ausgerechnet jetzt oder was? Na egal, los. Da. Ja, das war ganz schön. Auch wenn es mir persönlich lieber gewesen wäre, es hätte irgendwie wäre unexplodiert und hätte die ganzen Leute mitgenommen. Hallo, komm mal eben hierher. So. Noch mehr Fast Food, würde ich sagen. Geh weg, geh weg, geh weg. Das Schöne ist, wenn das Ding hochgeht, dann fliegen die erstmal, das kann man jetzt leider nicht zeigen, weil sie alle schon irgendwie desintegriert wurden. Aber normalerweise fliegen die dann rum und sind alle so gestunt, wie wenn man die tritt oder mit der Leash holt. Hier sind wieder Wildlife, aber Wildlife ist okay. Wildlife mag ich. Genauso wie die Roboter. Die können was, sind nett und informativ. Na gut, die Fliegen sind jetzt nicht so informativ, aber... Oh, schicke Bötchen. Holiday Resort of Death. Fehlt eigentlich noch Zombies. Bisschen wie. Nicht so ein bisschen wie. Na, ja, weiß nicht. Was ist denn das? Dead Island in der Zukunft. So. Was kann man denn machen? By Charge? Ja, ansonsten ist alles schon voll. Und ich weiß, jetzt was an der Stelle hier kommt. Das verrate ich mal, das spoilere ich mal. Hier kommt jetzt gleich hinter der Tür ein Typ. Dem schießt dann genau ins Gesicht mit so einer Charge und dann passieren hoffentlich lustige Sachen. Achtung. Und die haben sich gerade genau dasselbe gedacht. Geh weg! Ishi! Du Trampel! Oh. Hä? Warum zerfetzt denn die Jungs jetzt immer hier? Ey, der ist echt im Weg. Gib mir voll auf Keks. So. Und jetzt mal ganz schnell auf die Flasche holen und können wir uns noch ein bisschen intoxicated machen. Und jetzt, ja. Okay, Intoxicated war jetzt nicht so die Idee. Bringt natürlich viele Punkte, aber wäre natürlich geiler gewesen. Ja, Graffiti. Graffiti finde ich auch ziemlich lustig. Aber das sind die Typen, die diese Explosivdinger drum haben. Ja, immer noch ein Intoxicated.
da ist einer schon drin. Hat er mich einfach ignoriert. Kann ich nichts machen. Das erinnert mich ein bisschen so... Bei Serious Sam gab es auch solche Jungs. Ich frage mich manchmal, wie ich es überhaupt schaffe, das zu verfehlen, diese Gurte, die sie tragen. Komm mal her. Oh, geht wieder weg. Das war mir echt. Reminds me of a soldier I used to know. I never stopped being that soldier. You were too drunk to know what you were. You were too drunk to know what you were. So lustig und actionreich und unreflektiert dieses Spiel in 95 oder sagen wir auch 99% aller Momente ist, man vergisst dann immer wieder, dass dann doch eigentlich so eine relativ ernst ist ein großes Wort dafür, aber eine relativ nicht so happy, sorglose Story drunter liegt, die auch, wie gesagt, 1% aller Fälle dann aber auch gut transportiert wird und nicht so pseudo blablabla wie bei anderen Spielen. Weil es ist halt so, sagen wir mal so, es ist traurig, aber wir wollen uns davon den Spaß nicht verderben lassen. So. Probe Spaß, mehr Munition. Flail Archer. Ah, soll der geil jetzt hier? Wir brauchen Munition. Wie soll man denn Spaß haben ohne Munition? Geht ja gar nicht. Burn, baby, burn. Disco Inferno. Burn, baby, burn. Weg da. Rear Entry. Ah, ich bin mir hinten geschossen. Schön. Ja, ich sag's gerne nochmal. Das ist hier die ungekürzte Version. Also wer hier... Geht doch mal alle da in diese, genau, in diese Ventilatoren rein. Das ist schon mal praktisch. Wow. Wow, 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 wow. Vielleicht sollten wir da einfach mal zurückschießen. Ich weiß nicht genau, warum es die Leute immer... Interessant ist, dass das an ihn dran geht, weil normalerweise kann ich ihn ja nicht... Gut, ich kann schon auf ihn schießen, aber normalerweise nicht so... Hier ist nicht mehr, was geht. So ein kleines Mistake. Trifft das? Schön. Gut, dass mir da nicht viel passiert. So. Machen wir mal hier... Hä? Achso, ja, da war ein Dings. War ein Pass dahinter, kann man nicht machen. Hey, wieso heißt es denn jetzt nicht trocken? Hm? Das ist eine sehr unpräzise Waffe. Raus. Hallo. Vielleicht kann ich das ja sogar schießen. Ja, ich wusste, wenn ich ihn erschieße, bevor er dann gibt es bestimmt irgendwas. Ich kenne doch dieses Spiel. So. Und hier. Ja, kann man raussprengen. Sehr gut. Das ist so eine alte Battlefield-Taktik, wenn irgendwer hinter, also zumindest, also eigentlich nicht alt, sondern weil früher konnte man ja Sachen nicht kaputt machen, ne? Aber ich, also ich weiß doch, früher, weil es war zu Bad Company-Zeiten so, heute ist es leider nicht mehr so, weil die Destruction doch irgendwie besser, schlechter geworden ist in Battlefield 3 und 4. Bad Company war wirklich noch die Sache, da hat man gesagt, hier, da ist einer an der Wand, mach die Wand kaputt. Oder das ganze Gebäude auch gleich, wenn man gerade so C4 parat hatte oder Panzer oder sonst was. Wenn einmal Haus sitzt und campt, dann macht man das Haus kaputt. Jetzt ist es leider nicht mehr so, finde ich. Aber raussprengen kann man die Leute immer noch. Das ist so eine Parodie auf alles, wofür man irgendwie diese Punkte kriegt in auch. Also es ist eine Parodie auch gerade auf so Battlefield-Sachen, wo man eben Punkte kriegt für alle Sachen, die man macht. Ja, so ist er halt. Also es ist so eine Parodie, weil sie einfach fürs Hinsehen Punkte kriegt, fürs Hangeln Punkte kriegt, fürs... Ja gut, wenn es schon so dasteht, was man machen soll. Warte mal, ich hätte hier gerade ein bisschen zu viel angeschossen. Oh, fuck. Ja, das mit dem Take-Cover ist immer lustig in einem Spiel, wo es
eigentlich kein wirkliches Cover-System gibt, sag ich mal. Bin nicht so ganz sicher, was Missfire eigentlich ist. Geht übrigens um sie. Help us get an evac off-world! Yeah? Go fuck yourself! You shitpaws give chase, I will kill your dicks! What? I will kill your dicks. What does that even mean? You're gonna kill my dick? I'll kill your dick! How about that, huh? Speaking of dick-killing parties... Dick-killing parties! La 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 la. Ist jetzt bisschen... Bisschen viel, was da kommt, so. Da müsste gehen. Ist ja ein... Ey, ist mein Ernst, also... Ich dachte aber, da kommen... Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass jetzt hier mehr kommen, weil damit... Aha. Ja, gut. Ja, ey, ist mein Ernst. Gut, dass der unzerstörbar ist. Aber wie soll ich denn jetzt keine Punkte bekommen? Die sind lustig, die geben viele Punkte. Machen nicht so viel Arbeit. Eine feine Sache. Und kommen vor allem mit großem Getöse angerannt. Wie schon gesagt, die Leute aus Serious Sam, da gab es welche, die hatten keinen Kopf, aber dafür irgendwie. Das wäre so richtig cartoonmäßige Cartoon-Bomben. Ich kenne ihn jetzt eigentlich hier so. Oh. Kann ich auch einfach ins Wasser fallen lassen. Warum das jetzt genau ein Bullet... Ach, wegen... Du bist so nutzlos! Ganz ehrlich. Der kann einem sowas richtig versauen. Hier, auch. Das ist so... Links, rechts. Und gut, man muss es natürlich auch schön im Rhythmus machen. Der Rhythmus ist nicht unbedingt, weil es aufleuchtet. Sondern der Rhythmus ist wichtig. Ich mach Punkte. Ja, hier wäre es im Prinzip... Schon... Wäre es im Prinzip schon vorbei gewesen, ne? Kann mir vorstellen, wenn der jetzt die Waffe nicht geklemmt hätte, dann bin ich erschossen. Weil ich davon ausgehe, dass man in der Zwischensequenz dann halt einfach erschossen wird, wenn man hier 100 Kugeln aushält.